Und willkommen zurück beim Electronic Master 2000. Wir versuchen hier gerade eine verdammte Truhe irgendwie anzuschließen. Ja, und haben immer noch das gleiche Problem, dass wir keine Ahnung haben, wie wir das machen sollen. Wenn ich jetzt hier einen Verstärker hinpacke. Achso, ja, das ist klar. Dann brauche ich ja immer noch einen Inverter. Rein theopraktisch, ne? So. Obwohl das ja etwas kurz ist. So, wenn ich jetzt hier alles zubaue. Ja, ich meine, es fällt nicht wirklich auf, aber es ist ein bisschen doof. Mal gucken, wenn ich jetzt die Truhe aufmache. Oh. Aha. Das ist zwar sehr knapp und man kommt auch nicht wieder raus, aber es funktioniert. Ich glaube, man wird so sterben. So, jetzt habe ich hier irgendwo Leitern gehabt. Hier, Leitern. Packe ich mal anstelle dieser unglückseligen Truhe rein. Wie ist denn das am besten? An der Wand hoch oder hier hoch? Ich glaube, hier hoch ist am besten. Eigentlich müsste ich das hier oben durch Dinge ersetzen, aber ich glaube, ich mache das einfach mal mit Cobblestone, damit das hier unten wie ein, naja, extra eingerichtetes Geheimversteck aussieht. So. Dann setze ich auch noch eine Fackel hin, damit das mal auch ein bisschen Stil hat, die ganze Kiste. Und damit man hier unten was sieht, das ist auch nicht schlecht. So. Und dann müsste ich eigentlich noch so einrichten, dass man hier wieder rauskommt. Oh Gott, da muss ich irgendeinen Knopf an der Wand machen, zum Beispiel hier oder da, den man dann drücken kann und dann... Tja. Aber dazu müsste ich auch erstmal ein bisschen die Elektronik bearbeiten. Weil der Knopf müsste ja eigentlich an dieser Stelle hier eingreifen. Übrigens, schönes geflochtenes Muster, muss ich mal zugeben. Also wenn man sich das mal so anguckt, ein bisschen weiter weg vom Bildschirm geht, dann erkennt man, dass das hier so ein geflochtenes Muster ist. Aha, sehr schön. Okay, aber was mich jetzt eigentlich erstmal, gibt es keine Strippe für die Decke zum Ziehen? Ich meine, hier unten drunter haben wir nix. Tja, wenn ich jetzt, mal sehen. Also ich probiere mal was. Wenn ich jetzt hier eine Fackel drunter setze. Geht das auf. Wenn ich hier eine Fackel drunter setze, geht das wieder zu. Das ist ganz interessant. Aha. Das heißt, ich muss jetzt dieses Ding hier invertieren. Das heißt, ich mache das mal. Nee, ich mache das mal so, dann mache ich das mal weg. Dann mache ich das mal so, dann mache ich das mal so. Und dann mache ich hier mal. Kann man Knopf auch draufsetzen, einfach. Oder warte mal, ich brauche mal kurz einen Knopf. Ich brauche kurz einen Knopf. Bitte einen Steinknopf, ja? Wir wollen immer schon bei der Sache bleiben. Wenn ich jetzt hier einen Knopf dran setze, was passiert denn dann eigentlich? Dann geht das auf. Aber die Fackel geht aus, wenn ich das anmache. Also warte mal, der Knopf ist nicht aktiviert. Die Tür ist offen. Ich aktiviere den Knopf, die Tür geht zu. Das ist noch nicht so im Sinne des Erfinders, möchte ich gerade mal behaupten. Aber es ist schon mal nicht schlecht. Ja, dann müsste ich eigentlich den Knopf unten hinsetzen, was zwar ein bisschen doof ist, aber vermutlich erstmal unsere einzige Lösung für das Dilemma, was wir hier gerade haben. Also mache ich das mal so, mache ich das mal so. Dann ist die Tür zu. Dann kann ich auf den Knopf drücken. Dann geht die Tür auf. Aha. Die Fackel muss mal an eine andere Stelle. Und allgemein muss ich das dann hier ein bisschen verbreitern. Das kann ich auch nochmal wegmachen, weil ich wollte das ja aus Cobblestone machen, weil damit es stylistisch aussieht hier unten. So. Dann kann das auch aus Cobblestone. Wir müssen ja immer auf den Stylismus achten. So. Also hier eine Fackel hin. Dann geht das aus. Dann hier noch eine Fackel hin. Dann geht das wieder an.
da muss ich den ganzen Scheiß natürlich verstecken, weil sonst geht der Stylismus wieder flöten. So, so, dann verstecke ich das hinter dieser wunderbar formschönen Wand. Mhm. Und dann muss ich mir halt den zweiten Eingang machen. Kann man ja machen, geht ja ganz schnell. Da ist Kohle. So, hier ist die Leiter. Und hier muss der Knopf hin. Dann kommt eine Fackel irgendwo hin. Eine normale Fackel bitte. Redstone-Fackeln sind etwas zu zwielichtig. Den vertraue ich einfach nicht. Ich weiß nicht, warum ich jetzt die Kohle hier rausnehme. Vermutlich, damit ich... Ne? Ihr versteht das schon. Nee, das ist eigentlich zu doof jetzt. Von, kann man hier nicht mehr durchlatschen. Das ist ein bisschen dämlich. Aber hier kann ich doch eigentlich schon mal mit Treppen anfangen, oder? Ich hasse komischen Gravel. So und dann so. Ich meine, das hier kann ich ja auch schon mit Treppen bepflastern. Damit das dann so aussieht, als wäre das hier was, ne? Nein, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Mann, ich und meine Perfektion, ich mache hier alles kaputt. Und warum? Was ist denn das hier eigentlich? Ist das eine Treppe? Nee, das war keine Treppe, nicht. Ich habe nichts kaputt gemacht, das ist schon mal cool. Treppe, Treppe. Und, warte mal. Eigentlich müsste diese Treppe um die Ecke gehen. Also nicht... Na, Fackel, Treppen, ich... ein zu viel. Nein. Nein, ja. Der Gestalt ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Jetzt muss ich allerdings hier hochgehen und das da oben auch mal wieder reparieren, was ich hier gerade kaputt gemacht habe. Was zum Glück nur eine Leitung war. Und ich habe keinen Cobblestone mehr im Inventar. Cobblestone, Redstone. So. Und jetzt muss ich hier noch wieder rauskommen und dann sind wir alle glücklich. Ja, den Raum hier hinterlasse ich einfach so, mein Gott. So, jetzt bin ich hier draußen. Dann mache ich das wieder zu und dann fällt das, sag ich mal, kaum auf. So. Jetzt kann man nämlich hier Truhe aufmachen. Oh, was ist denn da drin? Ah. Oh, was knastert denn da? Oh, ich war zu langsam. Bla bla. Wir warten mal ein bisschen. Vielleicht dauert das dann etwas länger, die Öffnungszeiten hier. Oh. Aua. Das war etwas hart, aber es war auch, Hallo? Meh, ich hab's wieder kaputt gemacht. Warum funktioniert denn das jetzt nicht? Ach so, weil die Fackel nicht da dran sitzt. Arr. Aber ich glaube, reale Elektronik ist noch viel schlimmer, deswegen geht das schon. So, wieder zubauen. So. Also muss ich dann rückwärts an die Leiter stellen, schon mal hochklettern und dann auf den Knopf drücken. Und dann kommt man raus. Also ich würde sagen, das ist eine sehr eine äußerst gelungene Lösung für dieses kleine Geheimversteck. Und außerdem, so geheim ist es ja nicht, weil es fällt ja auf, dass die Truhe da ein bisschen rot ist und außerdem so einen tollen Schissnet hier im Hintergrund hat. Ich könnte ja... Habe ich irgendwas, um das zu verdecken? Ich könnte ja ein Bild hinter... Nee, geht ja nicht. Und Pflanzen wachsen da auch nicht dahinter. Naja, irgendwie. Aber Fackeln kann ich wieder anbringen. Normale Fackeln. Nein, keine Redstone-Fackeln. Ich will keine Redstone. Ich will gar keinen Redstone mehr. Ich will jetzt nur noch eine normale Fackel hier im Inventar haben und möglichst keinen Schluck auf. Und dann geht das schon. Das ist noch ein bisschen unschön. Da muss ich mal irgendwann was Besseres etablieren. Aber für den Moment soll es genügen. Hier, Geheimgang, ne? Ich meine, ich hätte das genauso gut hier hinten machen können, aber man muss ja durch den langen Gang bis hinter die Höhle gehen und alles ganz secret-mäßig machen. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich habe es wieder vergessen. Ich wollte das hier, das hier, das hier, das hier und ich wollte Licht, Licht. Ich bin eine wahre Lichtgestalt. Oh, warte mal. Wir sind hier im kreativen Modus.
Und ich mache gerade Gesten vor dem Bildschirm, die eigentlich keinen Schwein sieht. Ach na gut, eigentlich wären Hängelampen ja auch gar nicht so schlecht. Aha. Hängelampen. Weil es ist ja eine große Halle. Ich meine, es wäre natürlich abgefahren, wenn man die Hängelampen noch im Lichtschalter einen ausschalten könnte. Das ist an sich möglich. Oh nee, ab. Es würde nicht ins Setting passen, sagen wir mal so. Man könnte jetzt hier in der Wand oder halt, na gut, da drüben jetzt gerade nicht in der Wand, aber man könnte irgendwo in der Wand eine Leitung hochgehen lassen, ganz einfach. Und dann dort oben den ganzen Lichtkanal quasi mit Lampen beleuchten. Aber um mal ganz ehrlich zu sein, es würde wirklich nicht ins Setting passen. So, ich könnte ja mal ein paar Lampen anbringen, so hier gleich mal so geschwind zum Anfang. Wie viel mache ich denn? Ich versuche mich gerade an diesen Truhen zu orientieren. Wenn ich hier eine Lampe hinmache und da eine Lampe, ist das dann zu wenig? Ich probiere das mal aus. Also wenn ich jetzt hier eine Lampe hinmache, also hier quasi auf die Höhe. Und dann quasi, ich weiß nicht, die da runterhängen lasse. Also quasi hier, da brauche ich mal wieder meine Gitter dafür. Ich weiß nicht, ob das so gut kommt. So, Gitter. Gitter und dann die entsprechende Lampe. Oder vielleicht mache ich jetzt auch noch ein Gitter. Ich meine, die sind schon hell und das ist nur eine Lagerhalle, also denke ich mal, geht das schon. So, also hier wieder bei zwei Truhen. Also wenn es ein bisschen dunkler ist, sieht vielleicht keiner das Loch da hinten. Das ist schon ganz gut so. Also hier. Auf der Höhe. Und dann da. Ja, ich denke, das kann man so als Lagerhallenlampe durchgehen lassen. Eine Lagerlampe. Wir können eine Kiste machen, wo wir Lampen drin lagern. In der Lagerhalle, wo Lagerhallenlampen Lampen sind oder sein werden oder gerade tun. Egal, ich nehme glaube ich schon ein bisschen zu lange auf, als dass ich hier noch irgendwelche sinnvollen Sätze raushauen könnte. So, wenn ich jetzt alle Fackeln hier mal rausnehme, wie zwielichtig ist denn die Kiste dann da? Ich glaube ziemlich. Und noch die da. Nö, geht eigentlich. Das ist eine angenehme Lagerhallenatmosphäre, muss ich mal zugeben. Also ich weiß ja nicht, was an der Lagerhallenatmosphäre so angenehm sein soll, aber es ist schön. Ist einfach mal schön. So. Dann mache ich das hier mal ganz fix fertig. Das ist ja eigentlich kein Ding. So, so, so. Ich muss mal gucken, mache ich hier nur einen Aufgang nach oben oder mache ich hier zwei? Ich könnte es ja so machen, dass ich den Aufgang genau dahin mache, wo die Lampen sind. Da sieht man wenigstens, wohin man seine Füße setzt. Das wäre vielleicht gar nicht mehr so dämlich. So, dass ich hier den Aufgang quasi hinmache. Zwischen zwei Truhen, das ja, wäre ja hier so. Und dann auch hier so. Da hat man zwei Hochgänge, da muss man nicht erst bis sonst wohin latschen, ehe man da mal auf die obere Etage kommt. So, ne? Dann kommen hier wieder die ultimativen Treppen dran, die sich leider nicht vermeiden lassen. Und dann noch ein Slab, genau. Und dann sind wir eigentlich alle hoffentlich glücklich. Also hoffe ich doch mal. Ihr seid doch glücklich, oder? So, und dann mache ich das nämlich hier so. Wenn ich jetzt hier eine Treppe dran setze, geht dann die Truhe noch auf? Die geht eigentlich noch auf. Und man sieht das sowieso nicht, dass die Truhe durch die Treppe klitscht, weil man ja das Inventar im Gesicht hat. Ich bin ein richtiger Fuchs, was das Design angeht. So, ich hoffe, ihr seht das eigentlich auf YouTube. Ich weiß es gerade gar nicht. So. Ja, da klitscht halt die Truhe durch die Treppe. Aber was soll denn das? Ich meine, man kann sich nicht alles im Leben aussuchen. Manchmal muss halt auch eine Truhe durch eine Treppe klitschen. Ich meine, man könnte irgendeinem normalen Menschen auf der Straße dieses Wortgefüge mal in den Kopf hauen. Und der würde sofort einen ins Gesicht hauen. Also einem eine ins Gesicht hauen, aber egal. So, in Anbetracht dieser wunderschönen Musik, oder in, wie sagt man eigentlich,
im Zuge des Lauschens dieser wunderschönen Musik sage ich einfach nur noch Tschüss.